Es ist fantastisch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, nach so einer Predigt auch nochmal mit den beiden zu sprechen, die auf der Bühne standen. Chris Henschel vom ICF Augsburg und der Johnny Lertz vom ICF Passau. Ihr seid jetzt nochmal hier auf der Couch und euch kann man jetzt Fragen stellen. Und zwar nicht nur ich kann die Fragen stellen, sondern du kannst deine Fragen stellen. Das ist fantastisch genial, easy peasy mit Slido, eine Plattform im Internet, die wir dafür sehr gerne nutzen. Scan dir mal den QR-Code hier ab, da musst du dann Hashtag ICF-Muck eingeben und dann kannst du einfach loslegen, deine Frage reinschreiben oder da sind schon Fragen drin und du kannst einen Daumen hoch machen, wenn du sagst, ja, diese Frage hätte ich jetzt auch gestellt. Und ich habe jetzt die große Freude, mit euch nochmal über ein paar Einzelheiten zu sprechen. Wer das jetzt im Nachgang erst anschaut, diesen Talk, dem sei gesagt, dass es hier um die Predigt ging vom 3. März 2024. Ihr habt gesprochen über das Thema Berufung. Berufung, was ist denn das überhaupt für ein Wort? Also ich kenne Beruf, aber wenn jemand nicht so im Kirchengenre unterwegs ist, was ist denn Berufung? Das ist ein altes Wort und ihr habt es wieder rausgeholt. Wir haben es wieder rausgekramt. Berufung ist tatsächlich ein Wort, das auch in der Bibel vorkommt. Und ganz oft wird es aber so ein bisschen darauf so gepolt, auf dieses Individualistische. Boah krass, jeder hat seine Berufung. Du musst deine Berufung finden. Du musst, keine Ahnung, Brunnen bauen in Afrika oder so. Und dann verpassen wir aber ganz viel von dem, was Berufung eigentlich biblisch gesehen heißt. Weil das ist gar nicht so dieser individuelle Begriff. Du brauchst deine ganz persönliche Berufung. Sondern eigentlich, hey, wir haben alle eine gemeinsame Berufung, nämlich Matthäus 28, der Missionsauftrag, geht hin in alle Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Also das heißt, Menschen zu Jesus ähnlichen Menschen machen. Darum geht's. Aber dann hat ja doch jeder irgendwie so eine eigene, spezielle Berufung oder man sagt nicht Berufung, sondern wie sagt man dann Auftrag wahrscheinlich, ja, oder? Genau, dann gibt es einzelne Aufträge. Also keine Ahnung, Jesaja hatte denselben Auftrag wie Adam. Und der hatte denselben Auftrag wie Noah. Dieselbe Berufung. Genau, aber Berufung, die hatten unterschiedliche gleich. Aufträge. Genau. Die hatten dann den Auftrag, zum Beispiel der Noah sollte die Arche bauen oder der Abraham sollte die Israeliten einfach in das Land führen, das Gott vorbereitet hat. Oder Mose genauso sollte dann das wieder weiter aufnehmen. Ja. Also Aufträge waren unterschiedlich, aber die Berufung war immer dieselbe. Also es ist nicht deine Berufung, Pastor zu sein, sondern es Nein. ist dein Auftrag im Moment, ja, weil, Pastor zu genau, sein. Genau, weil wenn ich das mache, wenn ich sage, meine Berufung ist es, Pastor zu sein, in dem Moment, wo das ICF München mich kündigt, habe ich keine Berufung mehr. Hoppala. Also wie krass wäre das denn? Ja, das wäre schlimm. Es wäre schrecklich, wenn meine Berufung an einem Job dranhängen würde. Und deshalb, also das ist göttlich gesehen auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, du bist berufen dazu, über alle Dimensionen hinaus, über alle Jobs hinaus, einfach zu sagen, ich mache Jünger für Jesus, ich lebe in Beziehung mit Jesus, das ist die einzige Berufung, die zählt. Und dann kann ich mir aber jeden Tag neue Aufträge von Gott abholen. Das kann für eine Season sein, dass ich jetzt Pastor im ICF Augsburg hier bin. Aber morgen kann es sein, dass er mich irgendwie als Sozialarbeiter irgendwo hinruft. Kann passieren. Johnny, du hast es selber auch erzählt, gell? Du hattest eine Berufung, die immer da war, aber verschiedene Aufträge. Was hattest du für einen Auftrag, bevor du Pastor geworden bist im ICF Passau? Ja, ich habe einfach eine Aufgabe gehabt im Krankenhaus. Ich habe da gearbeitet, das habe ich in der Predigt auch erzählt. Und ich habe ganz viel da simple Arbeiten gemacht. Ne? Ich habe geputzt da, ich habe die Arbeiten gemacht, die halt von den Fachkräften nicht gemacht wurden. Und das Schöne war, dass in meinem Auftrag, den ich da hatte, da diese Arbeit zu machen, war meine Berufung klar. Ich habe da einfach Jesus repräsentiert in dem Ganzen. Das heißt, ich habe versucht, meine Arbeit gut zu machen. Ich habe versucht, da Freude reinzubringen. Ich habe für meine Arbeitskollegen gebetet immer wieder und war da mit dem, was Jesus mir gegeben hat, in die Welt rauszugehen, Salz und Licht zu sein, zu Jüngern zu machen, in dieser einfachen Aufgabe des Putzens drin. Und mir ging es gut. Großartig. Jetzt haben wir uns so ein bisschen eingegroovt. Jetzt will ich euch die erste Frage stellen, die bei Slido ganz weit oben gerankt ist. Wann sollte ich denn meine Berufung gefunden haben? In welchem Alter? Jetzt ist hier die Frage, ob derjenige Berufung oder Auftrag meint. Wir haben es gerade so ein bisschen auseinanderklamüsert. Was würdet ihr dazu sagen? Berufung? Findet man die im Säuglingsalter? Weil wenn man die das ganze Leben lang hat, dann kriegt man die doch eigentlich recht früh. Und wie verteilt Gott Aufträge? Ich glaube, das Gefährliche ist, dass wir unser ganzes Leben lang nach einem Auftrag suchen und eigentlich mit unserer Berufung heute schon anfangen könnten. Ich glaube, ganz viele Leute, so gerade junge Generation, gell? Ich glaube, vielleicht sehnst du dich danach, deine Berufung zu finden. Aber eigentlich ist deine Berufung klar, du sollst einfach Jesus-mäßig leben und Menschen inspirieren mit deiner Beziehung mit Jesus. Und das kannst du jetzt sofort anfangen, in der Schule, im Studium, wo auch immer du unterwegs bist. Du kannst jetzt damit starten und kannst dir aber für jede Season halt unterschiedliche Aufträge abholen. Und ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, auch ein Rentner sollte immer wieder neu fragen, Gott, was ist dran?
also auch für mein Rentenalter, nicht sagen, okay, jetzt lege ich die Füße hoch hier und chill mein Leben, sondern zu sagen, nee Gott, okay, jetzt, was hast du die nächsten Jahre vor? Gib mir Vision. Da haben wir ganz tolle Beispiele bei uns in der Kirche. Gell? Wir haben den Pastor Weigert, der hier in München auch eine andere Kirche geleitet hat, in Ruhestand gegangen ist und gesagt hat, ich suche mir jetzt eine Kirche, wo ich nicht unbedingt leite, kein Pastor bin, aber trotzdem bleibt meine Berufung gleich. Und der engagiert sich mega in unseren Jüngerschaftsangeboten. Und es gibt noch viele andere Beispiele auch. Wie merke ich denn, dass ich jetzt einen Auftrag habe? Was hilft da? Also wie merke ich, dass ich in diesem Sweet Spot bin, wo Gott mich gerade haben möchte? Wie hast du das vielleicht im Krankenhaus gemerkt, dass es gerade dein Platz ist? Ich habe das gemerkt daran, dass ich zunächst mal das einfach angenommen habe, dass es so ist, dass ich da gerade gesetzt bin und es gar nicht groß hinterfragt habe, ist das jetzt richtig, sollte ich woanders sein, sondern in dem Moment war ich da, es war klar. Und ich glaube, es wird ganz schräg, wenn wir so in einem Job drin sind und dann die ganze Zeit fragen, oh, gibt es noch was Besseres, gibt es noch was anderes, wo Gott mich haben will, dann sind wir wie schon nicht mehr wirklich präsent in dem. Und das andere ist aber, ich glaube schon, dass es besondere Dinge gibt, die Gott uns auch anvertraut und die er uns gibt. Und dann empfehle ich die Predigt, weil es gibt dieses Kazon, wo die Dinge zusammenkommen, die Gott uns gegeben hat. Und da muss man sich vielleicht auch mal einen Moment Zeit nehmen, schau da mal rein und Gott fragen, hey krass, wo läuft denn das alles zusammen und wo kann es vielleicht auch hingehen, weiter über das, wo ich jetzt gerade aber gesetzt bin. Wenn sich Aufträge auch ändern können, müssen sie nicht. Kann sein, ich habe einen Auftrag von vorne bis hinten den gleichen, kann aber auch sein, es ändert sich mal. Woran merke ich das, Chris? Ich finde es so spannend, dass ich habe letztens ein Interview gesehen von Rick Warren. Das war ein großer Pastor in einer riesen Megachurch in den USA. Und der hat die letzten über 40 Jahre treu Kirche gebaut. Und der hat dann gesagt am Ende, wie hat er diesen Lauf so gut vollendet und ist jetzt weitergegangen. Hat er gesagt, er hat die letzten 42 Jahre, wo er diese Kirche geleitet hat, ist er jeden Sonntag in die Kirche gefahren und hat Gott seine Kündigung vorgelegt und hat gesagt, Gott, ich bin heute bereit zu gehen, wenn du mich rufst. Und das hat er 42 Jahre lang gemacht. Und 42 Jahre lang hat Gott nichts gesagt. Und nach 42 Jahren, als er über fast 70 war, hat er gesagt, okay, Rick, jetzt ist es Zeit zu gehen. Und jetzt leitet er eine Missionsorganisation, die weltweit versucht, irgendwie zu gucken, dass jede Sprache eine Bibelübersetzung hat. Aber er lässt sich weiterführen, er lässt sich weiterrufen, weil der einzige Kündigungsgrund ist, wenn Gott sagt, jetzt habe ich was Neues für dich. Und das finde ich so spannend, dieses Mindset zu entwickeln. Ja. Gott kann mich eigentlich nur weiterrufen in das Nächste, was er für mich bereithält. Das nennt man auch easy to lead, gell? Weil man einfach ständig im Dialog ist mit Gott. Was hilft euch beiden, im Dialog mit Gott zu sein? Weil alles, was wir jetzt so reden, beruht ja ein bisschen darauf, dass ich mit Gott in Kommunikation bin, dass ich vielleicht hören kann, was er sagt. Wie geht das? Höre ich eine akustische Stimme und was ist, wenn ich sie nicht höre? Ja, manchmal gibt es auch Lucky You, wenn du die akustisch hörst. Ich habe sie so noch nicht gehört, aber ich habe Gottes Stimme schon ganz oft anders gehört. Und ich glaube, da gibt es so zwei Dinge für mich, es gibt noch mehr, aber für mich, die in letzter Zeit total relevant waren. Das eine ist, die Bibel zu lesen, ja, und zwar einfach nicht nur irgendwo reinzulesen, sondern einfach mal wirklich Bücher, Kapitel einfach durchzulesen, das ist wie ein Buch zu betrachten und einfach Gottes Charakter kennenzulernen und zu merken, krass, also wenn ich jemanden nicht missverstehen möchte, dann ist es gut, wenn ich die Person kenne, weil dann, verstehe ich mehr, wie sie Dinge meint. Und das andere, auch zu üben in unproblematischen Settings, einfach mal so, ob Gott mir gerade was sagt. Er spricht ganz oft bei mir wie so mit Blitzgedanken zu mir. Und wir machen manchmal den Fehler, dass wir dann Gott fragen, wenn es um was Wichtiges geht. Ja, um einen neuen Job, um einen Partner oder so. Ich habe mir angewöhnt, wirklich beim Essen bestellen, wenn ich mich nicht entscheiden kann, Gott zu fragen. Total irrelevant. Aber ich trainiere in unbedeutenden Situationen einfach mal auf Gottes Stimme zu hören. Und man wird da auch irgendwie besser. Das ist eine Übungssache. Ja, ist ja Typsache. Es gibt Menschen, die können sich sehr schwer entscheiden. Andere können sich super schnell entscheiden und sind sofort sicher, das war's. Deswegen cooler Tipp auf jeden Fall, das mal zu trainieren. Wie ist es bei dir, Chris? Wie hörst du Gottes Stimme, wenn du auf der Suche bist nach einer neuen Richtung? Ja. Für mich ist tatsächlich Bibellesen und wirklich das zentrale Ding, weil, und das ist für mich schon das Entscheidende, so, also das ist das einzige Wort Gottes, auf das ich mich wirklich verlassen kann. Also alles andere, das sind Eindrücke, Gedanken und da kann ich lernen, schon, wie du gesagt hast, Geld dahin zu wachsen, das zu unterscheiden zu können, ist es von Gott oder ist es nicht von Gott. Aber im Endeffekt, auf die Bibel kann ich mich immer verlassen. Ich weiß, es ist zu 100% Gottes Wort. Das heißt, wenn ich da was lese, habe ich diesen Anspruch, es ist Gottes Wort, das zwar nicht an mich, aber für mich geschrieben ist. Und dadurch ist jedes Wort auch für mich gültig und das hat was mit meinem Leben zu tun. Deshalb lese ich dann Geschichten aus der Bibel und dann merke ich, wie das krass in mein Leben reinspricht, weil Gott einfach immer ein Wort für mich bereithält, auch für meinen Alltag. Jetzt sehen wir mal an, ihr habt euren Sweet Spot gefunden, ihr seid mega drin in eurem Calling, habt euren Auftrag von Gott bekommen, es macht euch irre viel Spaß
und ihr könntet ausflippen vor Leidenschaft. Schreibt hier jemand, was mache ich denn, wenn ich merke, das geht Richtung Burnout? Das kann ja immer mal wieder passieren. Und vor allem, wenn man dann noch im Nacken hat, so, ja, aber Gott wollte das ja auch von mir. Ich sollte das irgendwie so weitermachen. Was habt ihr da für Tipps? Also ich meine, es gibt ja einfach, es gibt ganz natürlich Warnsignale. Also wenn du merkst, du bist schnell gereizt, du bist ungeduldig, du bist ständig müde, du kannst nicht mehr gut schlafen, hast Schlafstörungen oder hast die ganze Zeit so eine Traurigkeit, so eine Schwere an dir. Das sind alles Zeichen. Oder du bist beziehungsunfähig. Du, keine Ahnung, bist nicht mehr so nett zu deiner Frau oder keine Ahnung. All diese Sachen sind Indizien, Warnsignale. Das ist wie beim Auto, gell? Du hast dann irgendwann, blinkt so ein Licht an und dann merkst du, oh, ich sollte jetzt wirklich in die Werkstatt gehen. Und das ist für mich dann auch so ein Zeichen. Okay, ich sollte jetzt wieder neu an Gott andocken, weil Gott will ja nicht, dass wir ausbrennen. Also er hat ja nie dieses Ding, dass wir ausbrennen sollen, sondern er hat immer gesagt, hey, ich sorge für dich. Und das macht er durch den Sabbat zum Beispiel, dass er sagt, hey, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen und ich werde für dich weiterarbeiten. Das ist ja Gottes Zusage für dich, dass er an 6 Tagen mehr tun kann, als du an 7. Und so dieses Prinzip auch ernst zu nehmen, auch für meinen Feierabend und für all die Momente in meinem Leben, zu sagen, okay, am Ende muss ich das Projekt nicht zu Ende bringen, wenn ich ihm gehorsam bin. Und sagt, ich habe einen Auftrag von Gott, dann kümmert er sich auch darum, hat er die letzte Verantwortung dafür, dass es gut kommt. Und das entlastet mich voll. Ja, magst du auch noch was sagen? Ja, voll, ich würde da total mitgehen. Ich glaube auch diese biblischen Prinzipien von Sabbat, auch von Ruhe, aus dem herausleben, sind so, so wichtig und entscheidend. Ich erlebe das selber ganz, ganz oft. Und dann gibt es aber halt ja auch manchmal Momente, wo das nicht ganz so gut klappt oder so, oder wo man damit so ringt und kämpft oder wo man trotz dessen irgendwie merkt, man wird jetzt müde oder man kann gerade nicht mehr. Und was ich gerade in den letzten Monaten selber total erlebt habe, ist wirklich zu sagen, hey, ich glaube dem Wort Gottes, wenn es mir sagt, es gibt mir Kraft in den Momenten, wo ich gerade keine Pause machen kann, weil es die Situation halt nicht hergibt. Ja, vielleicht kennst du das, wenn du kleine Kinder hast, kannst du nicht sagen, ich habe jetzt Sabbat und ciao, ich bin jetzt weg einen Tag, sondern ja, dann geht's weiter. Ja, ist so. Ich schätze, dass es so ist. Und dann zu sagen, hey, zum Beispiel Psalm 23, ja, der Herr gibt meiner Seele neue Kraft. Dann das über einfach mir zuzusprechen, liebevoll zu sagen, hey, gerade kann ich keine Pause machen, aber ich glaube dir, du trägst mich jetzt durch dieses Season. Mhm. Und ich erlebe das in meinem Leben, es gibt mir Kraft. Und dann kann ich weitermachen. Ja, mega. Ich mag euch zum Abschluss noch eine tolle Frage stellen. Da schreibt jemand, in der Arbeit ist es so stressig, dass ich Gott immer wieder auch vergesse. Habt ihr einen Tipp? Also hier in der Kirche ist es so, wir sind immer wieder miteinander unterwegs im Gebet. Man ist so unter Christen. Wenn ich im Business bin, ist es nicht unbedingt der Fall. Habe ich selber auch erlebt, viele, viele Jahre. Was habt ihr für praktische Tipps? Also ich glaube, einfach Reminder in meinem Alltag helfen mir auch persönlich. Also ich merke, selbst wenn du in die Kirche fährst und dort arbeitest, ist es nicht selbstverständlich, dass du Gott immer dabei hast. So. Also du kannst auch einfach nur arbeiten. Und dann halt zu sagen, okay, ich habe Reminder, ich habe keine Ahnung, mein Bildschirmhintergrund auf dem Handy, habe ich einen Bibelvers, der mir einfach Richtung gibt, der mir Vision gibt für meinen Tag. Oder halt, keine Ahnung, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. So. Also ist ja ein Bibelvers, kann ich einfach auf meinen Screen draufhauen. Oder mein Laptop-Hintergrund oder so. Da habe ich immer meine Jahresvision drauf. Die mache ich immer so eine Collage draus, bastel ich, das ist mein Geheimnis, das ich jetzt mit euch teile, aber ich bin da kreativ und sage, okay, ich habe da so eine Collage drauf, die habe ich als Bildschirmhintergrund und da sehe ich, was Gott mir zugesprochen hat für dieses Jahr und ich werde das nicht aus dem Blick verlieren. Und da halt zu sagen, ich stelle mich da wirklich auf Gottes Wort, ich stelle mich auf das Göttliche und dadurch verliere ich mich auch nicht in meiner Arbeit und habe Gott immer wieder auf dem Schirm, weil ich bin hier mit einer Mission und nicht einfach nur, um meine 40 Stunden abzusetzen. Ich kenne das auch zu gut. Also ich habe ja vorher erzählt, dass ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Das ist oft eine stressige Branche, Personalmangel und so, dann geht es rund. Und ich habe so gemerkt, hey, was ist aber mit den Phasen, die ich noch habe am Tag, wo ich noch nicht in diesem Stress bin? Also zum Beispiel der Weg zur Arbeit war das für mich. Ja, stimmt. Da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren oder mit dem Auto und in den Momenten zu sagen, hey, ich mache jetzt nochmal Worship an. Ja, ICF Radio ist auch sowas, wo ich nicht nachdenken muss. Ich haue es einfach rein und ich fülle mich mit Gottes Gegenwart. Ja. Oder in der Mittagspause mal zu sagen, hey Leute, ich gehe mal 5 Minuten früher von meinen Kollegen weg und gehe nochmal kurz an irgendeine Ecke und schaue nochmal in der Bibel-App. Ja, auf der Toilette habe ich auch gemacht, wirklich. Aufs Klo, Hände waschen und danach nochmal kurz Handy raus, die Bibel aufschlagen, Vers des Tages, was auch immer. Und diese Momente zu nutzen, um mich zu füllen, hat mir total geholfen. Mega cool. Hey, vielen Dank. Da waren so starke Sachen dabei, auch viele praktische Tipps. Was wir dir am Ende noch mit ans Herz legen wollen, ist auf jeden Fall auch ein Teil einer Group zu sein. Diese Kirche kann sehr groß sein, kann aber auch sehr, sehr klein werden und sehr persönlich werden, wenn du dir eine Group suchst, wenn du bei uns auf der Website schaust. Da gibt es den Group Finder und da kannst du eine Group finden, von der du Teil werden kannst. Denn es ist einfach das Schöne, das erlebt ihr ja auch, oder? Ihr seid auch in der Group, oder? Wie ist es bei euch? Klar.
Yes, yes. Yes. Ich bin in der Smallgroup. Ich lieb's. Es tut mir wahnsinnig gut. Ja, Austausch zu haben und auch diese Tipps, die wir jetzt hier ausgetauscht haben, dort immer wieder sich gegenseitig auch zu geben. Es hat hoffentlich für dich was gebracht, diesen Talk anzuschauen. Und vielleicht gehst du jetzt mit einer Handvoll neuer Tipps in deinen Alltag. Wir wünschen dir auf jeden Fall Gottes Segen dabei, in deiner Berufung zu leben und zu schauen, was Gott für dich an Aufträgen bereithält. Sei gerne nächstes Mal wieder dabei oder schau dir irgendeins dieser anderen Videos hier von ICF München an. Da gibt es auch ganz viele Predigten eben zu den Sachen, die wir hier nur anreißen konnten, zum Thema Sabbat, Stille, nicht Burnout bekommen, sondern Leidenschaft haben und für etwas brennen. Also klick dich durch im Internet. Vielen Dank.